ist das Besondere, dass natürlich gleich das Meer da ist und das ist schon ein besonderer Reiz, ja. Er führt sie auf den Orgelboden. Ei, ei, ei. Und orgelte nach allen Noten. Valerie und Valera. Mit seinem langen Paternoster. Valeriana. Und seinem Klingklang. Clonimus Dominus. Das Meer ist nirgendwo so nah wie hier, das ist mal ganz klar, das ist was Besonderes. Aber nicht nur das, es ist auch schon auffallend, dass die Leute hier sehr entspannt sind, sehr viel Ruhe haben, das wirklich genießen, die ganze Atmosphäre auf dem Platz, was hier passiert, ob Gaukelei, ob Musik, was ihnen geboten wird. Es ist geschichtlich und urkundlich verbucht, dass im Jahr 884 die Schlacht von Nordendi stattfand. Man weiß heute nicht mehr ganz genau, wo das war, aber ich bin mir ziemlich sicher, das war genau hier. Die Location ist einmalig für uns und da wir normalerweise im Mittelalter darstellen, ist das für uns eine einmalige Sache, hier diese Wikinger-Geschichte darzustellen und die Friesen. Wie Udo schon sagte, die Umgebung, die Location, die netten Leute, man meint wirklich, man taucht für ein paar Tage ab in die Zeit der Wikinger. Ganz toll.